Krabbeln, Schritt 1. Diese interessante Übung gibt Ihrem Baby die Möglichkeit zu fühlen, wie es ist, sich mit eigener Hilfe fortzubewegen. Außerdem stärkt diese Übung die Rücken- und Beinmuskulatur des Babys. Legen Sie Ihr Baby auf den Bauch mit den Armen in Schulterbreite vor dem Körper. Sie können jetzt die Beine Ihres Babys ein wenig beugen und Ihre Hände so an den Füßen platzieren, dass das Baby sich von Ihren Händen abstoßen kann. Achten Sie darauf, dass sich die Arme des Babys ebenfalls vorwärts bewegen und nicht unter dem Bauch verschwinden. Diese Übung kann ungünstig für die Haut Ihres Babys sein, wenn sie auf einer harten Unterlage durchgeführt wird. Wir empfehlen deshalb die Ausführung der Übung auf einer weichen Matratze, einem Bett oder auch einer weichen Matte, wie sie auf dem Video zu sehen ist. Nun können Sie die Übung noch einmal sehen, jedoch aus einem anderen Winkel. Wir hoffen, dass Ihr Kind die Übung genauso gerne mag wie Frederik.